Hallo und herzlich willkommen zur 2022er Ausgabe von Weihnachtsgeschenke für Gitarristen. Ich habe dir auch dieses Jahr wieder eine Liste zusammengestellt, was man einem Gitarristen schenken könnte oder, seien wir mal ehrlich, was du dir selber schenken wirst. Und da fangen wir einfach mal an. Und wir fangen an mit ein paar nützlichen Sachen für die Gitarre. Und zwar von der Firma Daddario habe ich hier, das Ding nennt sich Lubrikit. Und da kriegst du auch gleich eine große Einblendung von. Das ist dafür da. Es ist so ein Schmiermittel. Und das schmierst du dir in die kleinen Schlitze vom Sattel und eventuell auch auf diese Röllchen oder Seitenniederhalter hier oben. Ganz, ganz wenig davon. Also das Zeug hält Jahre. Also diese kleine Tube hier, die hält Jahre. Und gerade wenn du Probleme mit Verstimmungen hast, zum Beispiel wenn du eine Les Paul, du gibst eine Les Paul spielst, wo die Seitenführung nicht so ganz gerade ist, ja? Oder wenn du ein Tremolo-Vibrato-System spielst, wirkt das Zeug absolute Wunder. Diese Gitarre hat ganz gut die Stimmung gehalten bei Dive-Bombs und so weiter und so fort. Aber nachdem ich mit dem Lubrikit dran bin, kann man das Ding fast spielen wie eine Floyd Rose. Man muss das dann auch wieder mal erneuern. Also ich habe jetzt hier Seiten drauf gemacht und habe es nicht erneuert. Mal gucken, wie es noch funktioniert hier. Ja, funktioniert noch. Also dafür ist es da. Lubrikit von Daddario. Die Links zu den ganzen Produkten findest du unten. So, dann Tuner, den ich jetzt gerade hier an der Gitarre nicht dran habe, den ich aber oft benutze, ist der Nexus Tuner von Daddario. So, warum benutze ich den gern? Der hat einen USB-Port und ich kann den aufladen. Es ist jetzt so, wenn du jemand bist, der eine Gitarre hat und eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag spielt, dann ist es auch okay, wenn man so eine Knopfzelle nimmt, zum Beispiel von so einem Polytune, ja? Oder Daddario hat auch ältere Tuner mit Batterien drin. Aber mich nervt es tierisch, wenn ich dauernd diese Knopfzellen auswechseln muss. Deswegen gibt es für mich momentan nur einen Tuner. Der ist jetzt zufällig hier dran, wie gesagt. Und das ist der Nexus. Es wurden einige Kommentare gemacht. Ja, schmeißt du jetzt die anderen Tuner weg? Natürlich nicht. Als Gitarrist kann man niemals genug Clip-On-Tuner haben. Nur, das ist der Moment am meisten zum Einsatz kommt. Und der TC Polytune oder Monotune ist auch okay. Ja? So, also, Daddario Nexus Tuner. Als nächstes, Saiten spiele ich seit, keine Ahnung, 10 Jahren nur Daddario-Saiten. Und ich habe da immer die ganz normalen benutzt, diese ganz normalen Standard-Daddario-Saiten, also die günstigsten bei Thomann von Daddario. Und jetzt habe ich aber durch den Kontakt mit Daddario, wir haben auch einen Podcast gemacht bei denen und so, halt rausgefunden, dass für mich die ein bisschen höherpreisigen, und zwar genau genommen die beschichteten, die XT-Saiten einfach perfekt sind. Vor allem auch wegen diesem Kernmaterial, diesem New York-Stahl, den die da verwenden. Ich habe seitdem, ist mir keine Saite mehr gerissen. Ich kann es selber nicht glauben. Ja? Sonst sind mir immer alle paar Wochen mal Saiten gerissen. Jetzt nicht mehr. Reißen nicht. Ich muss die Gitarren... Irgendwann wechsle ich natürlich auch die Saiten. Aber ich muss es jetzt so machen, dass ich denke, ah, muss man mal die Saiten wechseln und so. Und wenn man so viele Gitarren hat, ja, dann wechselt man doch sehr selten pro Gitarre die Saiten. Schon einmal im Monat zwei, drei Saitensätze und so, aber auf verschiedenen Gitarren dann. Und gerade diese XT-Saiten halten einfach extrem lange. Es gibt noch die XS, die halten noch länger, aber da spürt man so ein bisschen die Beschichtung. Und ich mag die XT, weil man die Beschichtung nicht spürt. Und man hat halt das Gefühl von ganz normalen Gitarrensaiten, hat aber diese Beschichtung überall. Und ja, die werden halt einfach nicht alt. Die klingen frisch nach Monaten. Also, wie gesagt, ich spiele die Gitarre und dann spiele ich die andere. Wenn du jetzt nur die eine Gitarre 3 Stunden am Tag spielst, dann sind es nicht Monate. Das ist ganz klar. Also mal wollen wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Gut, also das waren die Sachen von Daddario. Sehr nützliche Sachen. Ich sag vor allem, also unterschätzt das nicht mit diesem Lubrikit. Ja? Mit diesem Schmiermittel für in die Dinger. Ist auch viel besser als Graphit, was manche nehmen. Also mit dem Bleistift hier abschleifen und oben rein. Vor allem gibt es nicht so eine große Sauerei. Und wirklich ganz wenig. Also eine Stecknadelkopf wäre viel zu viel. Ein Stecknadelkopf reicht für alle Schlitze und ein halber eigentlich. Ja? Also ganz, ganz wenig. Weiter, jetzt gibt es was Spezielles. Und zwar von der Marke Der Band Markt. Und was machen die? Die machen im Prinzip Merchandising für Bands.
und für Musiker. Da kannst du dir also zum Beispiel ein Plektrum bedrucken lassen mit deinem Logo oder deinem Namen oder dem Logo und dem Namen deiner Band, Internetadresse und so weiter und so fort. Kann dann zum Beispiel so aussehen. Da habe ich dir die Plektren mal in Großaufnahme gemacht. Ja? Das sind Standardplektren, die habe ich hier. Standardplektren, den kann ich auch mal spielen, dass du siehst, dass sie auch was taugen. Ja? Ja, also taugen auf jeden Fall. Das andere auch. Und das Holzplektrum. Teil hier. Kriegst du auch eine Großaufnahme von. Und ja, die kannst du bedrucken lassen, wie du willst. Bei einem Holz ist es, glaube ich, eine Lasergravur sogar und ist auch ein bisschen teurer. Das ist auch klar, so ein Holzplektrum ist auch viel schwerer herzustellen als so ein Plastikteil. Und ja, die sind auf beiden Seiten bedruckt. Kannst du drucken lassen drauf, was du möchtest. Und außerdem gibt es auch noch diesen Gurt hier. Ja, also es gibt mehrere Gurte natürlich. Der ist jetzt braun und der ist bedruckt mit All I Want for Christmas is You. And a New Guitar. Habe ich dir auch eine Großaufnahme gemacht, die du jetzt auf dem Bildschirm sehen solltest. Also das ist eher ein besonderes Geschenk. Du kannst es bedrucken lassen. Du kannst auch ein Stück bedrucken lassen und jemandem schenken mit irgendeiner netten Nachricht. Und kannst du zum Beispiel deinem anderen Gitarristen schenken von der Band und sagen, hier, mach dich endlich mal leiser oder so. Kannst du dann auf den Gurt drauf drucken. So Sachen. Ja, der Bandmarkt. Link ich unten und es gibt einen Sale momentan, glaube ich, das habe ich mir hier notiert. Exklusives Gratis-Plektrum mit der Bandmarkt Weihnachtsmotiv ab 49 Euro Bestellwert. Und bei mir haben sie auch noch einen kleinen Nikolaus dabei, was heißt, der ist gar nicht so klein, haben sie noch einen Nikolaus dabei gelegt und der hat das Plektrum gehalten. Da habe ich dir auch eine schöne Aufnahme vor meinem Weihnachtsbaum gemacht, die du jetzt sehen müsstest. Ne? Also, Merchandising-Artikel für Bands mit individueller Bedruckung. Die machen auch T-Shirts und Sachen für Drummer, also Sticks gibt es auch, Geschenksets und so weiter. Guckst dir einfach mal an. Der-bandmarkt.de ist unten gelinkt. Gut, weiter geht's. Dann habe ich was super, super, super Praktisches entdeckt. Und ich mache dir das hier mal ab. Denn ich habe das hier dran am Tisch. Und zwar sind das die K&M-Tischklemmen. K&M-Tischklemmen. Und hier habe ich hier mein Kamerastativ draufgeschraubt. Ich zeige dir mal, wie die Tischklemme, das ist ein Zungenbrecher, Tischklemme, K&M-Tischklemme, aussieht ohne Gedöns. Das hier. Ja. Das ist die K&M-Tischklemme. Und hier ist ein Gewinde, das auf Mikrofonhalterungen passt, beziehungsweise so kleine Dinger, die man hier draufschrauben kann. Ja. Und dann kann ich das hier drauf schrauben, habe hier oben meinen Kopf drauf, also das ist jetzt nicht von K&M, ja. Und kann das hier an den Tisch dran schrauben und da drauf eine Kamera platzieren. Was ich auch machen kann und was ich ganz oft mache, wenn ich dieses Teil hier habe und ich will Akustikgitarre aufnehmen und klemme das hier an den Tisch dran, die Tischklemme an den Tisch dran, kann ich hier einfach mit einem Mikrofonhalter ein Mikro auf die Akustikgitarre richten und es ist die optimale Höhe. Das ist Zufall jetzt. Ne? Man kann es auch natürlich umgekehrt machen und dann unten dranhängen, wenn es ein bisschen tiefer sein soll. Und ja, du kannst einfach alles, also so ein Schwanenhals, zum Beispiel das Mikro, mit dem ich jetzt aufnehme, das hängt hier genau out of frame. Da kann ich jetzt auch direkt, habe ich auch an der K&M-Tischklemme dran, habe statt 4 von den Teilen. Absolut super, super praktisch. So, dann habe ich noch was, auch von K&M. Und das ist ein Tischstativ. Oh Gott, das ist ja noch ein schwierigeres Wort. Tischstativ. Das ist ziemlich schwer, ja. Also da kannst du mit jemandem über einen Einbrecher kommen, kannst du den locker damit K.O. schlagen. Und das kannst du einfach überall hinstellen. Ja? Und da ist auch mein, oh, zufälligerweise mein K&M-iPad-Halter dran. Ich hoffe, das hat jetzt scharf gestellt. Ansonsten mache ich es nochmal in die andere Kamera. Muss ich ein gutes Stück zurück hier.
Ja? Das ist ein iPad-Halter bzw. Tablet-Halter, der ist flexibel, den kannst du einstellen. Geht für große, kleine, mini-kleine. Und das ist einfach sehr praktisch. Also, das ist, der Halter ist im Prinzip hier oben drauf geschraubt. Ja? Mach den mal ab. Und das ist dieses Tischstativ. Und das ist wirklich schwer hier, also es ist total stabil. Meine Kamera, die das Griffbrett filmt, die hier ist, ist auch auf so einem Tischstativ und da ist so ein langes Teil dran. Ne? Also das hier im Prinzip mal 2,5. Also um genau zu sein, da ist das Ding drauf, ups, und das Ding drauf. Sieht man das jetzt hier nochmal? Genau, also da ist dieses kleine Stielchen hier und das Stielchen nochmal drauf und da ist meine Griffbrettkamera hinter dem Monitor. Und die steht wirklich nur auf diesem kleinen Teil. Und das ist stabil genug. Das funktioniert wunderbar. Siehst du auf hunderten von Videos von mir. Gut, also K&M Tischstativ. Sehr schweres Wort für den armen Bernd. Weiter geht's. Dann, ich werde ja immer wieder gefragt, was hast denn du da für ein Kletzteil? Was hast denn du da für eine Socke? Was hast denn du da? Blablabla. Um die Kopfplatte drumherum. Und das ist ein Groove Gear Fret Wrap. Und da habe ich dir den Dreierpack unten gelinkt, weil man braucht das für alle Gitarren. Warum braucht man das? Wegen dem Pling-Pling. Wenn ich nämlich hart anschlage, dann macht das hier Hing, Hing, Hing. Und je besser die Gitarre ist, desto mehr Hing. Und deswegen ist das hier oben dran. Groove Gear Fret Wrap. Natürlich kann man auch ein Haargummi nehmen und was weiß ich, alle möglichen Konstruktionen. Aber das Ding ist dafür gemacht und das dämpft super. Und klar, es ist ein bisschen teuer, muss ich zugeben. Aber ich habe davon 2 Dreierpacks und habe die auf allen Gitarren drauf und die sind einfach spitze. So, was du damit noch machen kannst, außer einfach nur dieses Pling wegmachen, du kannst das Ding ganz einfach hochschieben und hast dann hier praktisch die Saiten abgedämpft und kannst super easy, wenn du im Studio einspielst, so Tapping-Sachen machen, Funk, ohne dass eine Leerseite mitklingt. Und der Matteo Mancuso, das ist ein richtig, richtig geiler Gitarrist, der spielt mit Fingernägeln auf der E-Gitarre, da er aber mit dieser Haltung nicht abdämpfen kann, ja. Übrigens, in meinem freien Mitgliederbereich findest du eine neue Lektion zu Abdämpfen, wo ich das alles neu gedreht habe mit den ganzen Kameraperspektiven und würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Guck's dir mal an. Also der spielt das, aber der hat einen Groove Gear hier auf dem Griffbrett und damit ist praktisch abgedämpft. Ne? Also der kann praktisch hier... Ich kann das nicht, ja? Nur da klingt nichts nach. Wenn das Ding nicht drauf ist, würde das gleiche so klingen. Geht natürlich nicht. Deswegen hat er das Teil hier, schiebt es hoch, wenn er spielt, die schnellen Sachen und dann ist das da. Ne? Es ist eigentlich geschummelt, Matteo, ist eigentlich geschummelt, aber er macht es so. Habe ich im Video gesehen. So, also Groove Gear Fret Wrap habe ich unten gelinkt. Dann, weiter geht's. Eine der großen geilen Sachen, die ich dieses Jahr entdeckt habe, ist das Tone X Plugin von IK Multimedia. Und ich konnte es wirklich nicht glauben. Es gibt ja das Video dazu, wo ich das ganz genau zeige, was das Ding macht. Im Prinzip ist es wie ein Kemper Profiling Amp als Software-Plugin. Und es gibt sogar eine freie Version dazu. Der Link, den ich hier gemacht habe, ist, glaube ich, für die Vollversion. Da sind ganz viele gecapturete Amps schon dabei. Und das hat ein unglaublich geiles Dynamikverhalten, das Plugin. Und ist eins der besten Gitarren-Plugins meiner Ansicht nach, die es sowieso gibt. Und du kannst deine eigenen Amps capturen, wenn du das richtige Equipment dazu hast. Kannst du zum Beispiel auch das XIO nehmen, das hat das, die richtigen Ausgänge und Eingänge. Ansonsten tut es auch eine DI-Box, wenn du verstehst, was du tust. Also wenn du weißt, was du tust. Und ja, es ist einfach ein richtig geiles Gitarren-Plugin. Vor allem, wenn du auf so Sounds stehst, die man sonst nicht kriegt. So ein Dumble oder sowas. Ja? Da ist ein richtig geiles Marshall-Preset drin. Sogar schon in der freien Version ist so ein AC/DC-Preset drin. Das klingt gigantisch gut. Und wie gesagt, ich habe dir hier bei Thomann die Standardversion gelinkt von Tone X. Gut, weiter geht's. Wir sind fast am Schluss angelangt. Jetzt habe ich noch ein paar Pedals für euch. Wir fangen mal an mit dem teuersten. Es ist eigentlich schon fast, man kann es schon fast nicht mehr als Pedal bezeichnen. Aber es ist das neue Eventide H90. Ja? Das neue Eventide H90. Unfassbare Algorithmen sind da drin. Richtig geiler Hall, richtig geiles Delay. Richtig guter Chorus, dieser Trize-Chorus. Ich habe den mal getestet, also das Einzeleffektgerät. Und ja, Pitch-Shifting, Harmonizer, also alles, was Eventide so hat. Also das ist Highest Class an Effekten, die du bekommen kannst. Ist auch nicht billig, kostet 1200 Euro. Aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten, weil ist das nicht geil mit dem...
Ich halte es mal hier in der Kamera. Moment. Ist das nicht geil mit dem Hike Stomp in Weiß? Guck mal. Das zusammen aufs Board. Geil, oder? Das muss doch erst. Ich komme mich nicht zurückhalten, ja. Und im Moment, also es gibt einen Test natürlich bald dazu. Im Moment probiere ich das Teil noch aus und programmiere mir erstmal meine Sounds, bevor ich das zeige, weil da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Das ist kein Gerät, wo du sagst, hier hinstellen, an, gut. Nee, da musst du dich mit beschäftigen, wie zum Beispiel auch mit so einem HX-DOM oder mit einem Fractal Audio XFX. Da musst du dich mit beschäftigen. Gut, wenn ich jetzt ehrlich bin, also wenn ich die zwei Sachen zusammen, die Neupreise rechne, sind wir bei einem FM9 und der kann natürlich noch ein bisschen mehr. Vor allem hat hier richtig geile Sounds und Dual Amps, die auch richtig gut funktionieren. Und die geilen Fußschalter, die man super flexibel programmieren kann. Also das wäre auch ein Tipp von mir, ne? FM9. Ansonsten mache ich dir einen Link rein zu diesem H90, zum FM9 und zum HX Stomp, den ich immer noch empfehlen kann. 8 Jahre alt, es kam gerade, also der nicht, aber das Gerät kam vor 8 Jahren raus. Oder nee, vor 6 Jahren und der Helix kam vor 8 Jahren raus. Die haben ein neues Update gemacht, 3.5. Mittlerweile gibt es 3.5.1, glaube ich sogar, mit 9 Amps, mit einer komplett überarbeiteten IR-Section. Richtig geil. Und du siehst also, eine richtig geile Marke pflegt ihr Produkt. Ne? Also, wenn du so einen China-Böller kaufst, dann kaufst du den einmal. Der klingt vielleicht zu dem Zeitpunkt des Erscheinens konkurrenzmäßig mit den anderen Sachen wie Helix und so. Aber Helix, beziehungsweise Line 6, pflegt halt die Produkte und die werden mit der Zeit immer besser. Und die haben immer Updates nachgeliefert. Genau wie Fractal Audio auch. Es kommen immer Updates für die ganzen Sachen und das Gerät wird immer besser. Also das gleiche Gerät, was du gekauft hast, wo du nichts mehr von bezahlen musst. Und diese ganzen China-Hersteller, keine Ahnung, ob das jetzt, ich will jetzt keinen nennen, ja, die machen meistens keine Updates, ja. Große Ausnahme ist Nux, die machen teilweise echt viele Updates. Das war meine hochpreisige Empfehlung. Und dann habe ich auch eine niederpreisige Empfehlung. Zwei wirklich günstige Effektgeräte, die mir aufgefallen sind dieses Jahr. Und zwar ist das der Kompressor und das Delay von Donner. Habe ich dir auch Links reingemacht. Donner Kompressor, Donner Delay. Klick auf jeden Fall auf die Links, damit du auch die richtigen findest, weil es gibt verschiedene Kompressoren und verschiedene Delays. Die habe ich getestet und gerade der Kompressor hat mich umgehauen. Der klingt genauso gut wie mein Exotic SP Kompressor und kostet ein Fünftel oder so. Also echt. Kann auf jedem Board sein. Haben True Bypass, ne? Also ist nicht im Signal drin, wenn du es nicht angeschaltet hast. Ja, sind wir fertig? Haben wir alles durch? Ja, das waren meine Geschenkideen für 2022. Und die beste Empfehlung für ein Geschenk kommt natürlich am Schluss. Und das ist, investier in deine Bildung und zwar am besten auf gitarrenlehreronline.de, indem du einen Kurs bei mir buchst. Es gibt mittlerweile über 700 Lektionen, HD-Videolektionen auf meiner Seite. Ja, du hast richtig gehört. Über 700 HD-Videolektionen. Das ist echt krass. Und dieses Jahr sind auch ein paar Sachen dazugekommen. Der Solokurs für Fortgeschrittene, Solospiel für Fortgeschrittene heißt der. Ich habe den Grundkurs E-Gitarre neu gemacht. Und ja, guck doch einfach mal vorbei bei Kurse und Soundpacks auf meiner Seite gitarrenlehreronline.de. Link ich hier natürlich auch unten. Gut, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Oder was schenkst du gitarristenmäßig jemandem zu Weihnachten? Oder schenkst dir selber? Schreib's mir doch mal unten in den Kommentar. Was ist dein Weihnachtsgeschenk 2022, wenn es mit Gitarre zu tun hat? Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir ein Like da, Daumen nach oben und abonniere den Channel, drück das Glöckchen. Frohe Weihnachtszeit wünsche ich dir. Ciao!